Sonntag, den 14. Januar 2024, circa 20.30 Uhr. Polizei sperrt in Berlin an der Siegessäule komplett ab und stellt sich gegen die Bauern. Lässt niemanden durch. Genau, über 200 Kilometer, 700 Kilometer. Die Leute kommen von überall, die kommen von überall. Ja? Und trotzdem werden sie so behandelt. Wirklich, das ist nicht mehr normal. Ich bin sprachlos. Ich habe keine Wörter mehr. Noch mehr Stau gibt's wohl nicht. Bei Klimakleber machen sie auch nichts. Da sperren die Autobahn komplett, machen gar nichts. Und hier stellen die sich komplett quer. Zahlreiche Traktoren fahren hupend um die Siegessäule. Polizei sperrt um Berlin alles ab. Trotzdem sind hunderte Fahrzeuge bereits unterwegs nach Berlin. Tiergarten soll schon voll sein. Fahrzeuge werden in Seitenstraßen umgeleitet. Polizei scheint leicht überfordert zu sein. Es soll der Höhepunkt der Protestwelle werden. Montag, 15. Januar. Wollen tausende Bauern in Berlin ihren Unmut über die Politik der Ampelkoalition auf die Straße bringen? Denn die Bauern planen, ab 7 Uhr morgens mit ihren Traktoren in einer Sternfahrt auf 5 Routen zur Straße des 17. Juni fahren. Circa 22,50 weitere LKWs an der Siegessäule eingetroffen. Uhr, zahlreiche LKWs werden auf die Straße des 17. Juni wieder reingelassen. Der Streik geht so lange, bis die Ampel kippt, berichten viele Bauern vor Ort. Der komplette Verkehr in alle Richtungen zur Siegessäule wurde bereits am späten Abend des Sonntags gesperrt.